Herzlich willkommen wieder zu Wissenslust und hier wieder so eine kleine Information, finde ich ganz wichtig vom Dr. von Helden, welche Impfreaktionen es auf AstraZeneca geben kann. Und ich finde das ganz wichtig zu erwähnen, weil ja jetzt AstraZeneca freigegeben ist auf gut Deutsch für alle. Und das sollte man sich vielleicht doch sehr gut überlegen oder aber Prävention betreiben. Und das muss aber natürlich wieder jeder für sich selber entscheiden. Hört da einfach mal rein, wenn ihr mögt, weil das ist schon sehr spannend. Und auch wenn er nochmal erklärt, warum dieser Impfstoff für unter 60-Jährige eigentlich wirklich nicht so toll ist. Ne? Aber lasst euch selber inspirieren so ein bisschen davon. Ich setze euch den Link dann nochmal drunter. Und ja, es kann sein, dass ich zwischendurch einfach ein bisschen weiterschiebe. Wer den ganzen Beitrag sehen will vom Dr. von Helden, der muss halt einfach mal auf den Link gehen. So ist das eben. So, jetzt wollen wir mal sehen, ob das funktioniert. Ist durch. Das Ganze ist besonders ausgeprägt, diese Impfreaktion, wenn der Vitamin D-Spiegel niedrig ist. Also hier Spiegel von 15 oder 20 haben in unserer kleinen Beobachtungsstudie gezeigt, dass hier viele Krankheitstage zusammenkommen. Wenn wir aber einen ordentlichen Vitamin D-Spiegel haben, dann ist durch die Bank hier eine gute Verträglichkeit gegeben. Der Vitamin D-Simulator, das ist das Instrument, mit dem jeder seinen Vitamin D-Spiegel auf die gewünschten Bereiche 40, 50, 60 bringen kann. Und es steht auch diese Internetseite Vitamin D 5 Milligramm zur Verfügung, dass wir eben auch so die Sache sehen können, dass ein Vitamin D-Mangel, wie er hier bei diesen Patienten offenbar vorhanden ist, dass man den nicht einfach so belässt. Thrombozytenkrise. Das ist der Punkt Nummer 3. Und hier habe ich mir lange überlegt, sollte ich diesen Dolch als Symbol nehmen? Na, wenn Sie davon hören, dass von 10.000 Menschen einer schwer verletzt wird durch ein Ereignis, dann ist das so ein dolchähnliches Attentat. Und genauso geht es auch diesen Menschen, die diese Krise erleiden. Hier haben wir schon das äußerlich sichtbare Signal, das jeder kennen sollte, der mit diesen Impfstoffen zu tun hat. Man nennt diese Pünktchen durch gestörte Thrombozyten Petechien. Das ist die Fachsprache. Und hier sind so Thrombozyten vergrößert dargestellt. Und wenn die eben geschädigt werden, dann gibt es diese Pünktchen im Gewebe. Aber niemals vor dem vierten Tag. Das heißt, man kann noch so viel Kopfschmerzen und Fieber haben an Tag 1, 2 und 3. Es bedeutet nicht, dass man dann automatisch die Thrombozytenkrise hat. Und das ist etwas anderes. Das stellt sich am Tag 4 oder nach 4 Wochen ein. Was kann sich infolge dieser Thrombozytenstörung ereignen? Hier sehen wir schematisiert die Durchblutung der Gehirnvenen, das heißt, Blut fließt nicht nur ins Gehirn rein, sondern auch raus, hier blau dargestellt. Und hier kommt es in diesen Gefäßen zu einem Stopp, das ist die Thrombose. Thrombozyten sammeln sich hier an, stoppen die Blutbahn und das führt natürlich zu Störungen der Gehirnfunktion, zum Beispiel gestörtes Sehen, gestörte Sprache, gestörte Handbewegung oder gestörtes Gehen. Die Halbseitenschwäche ist durchaus schon beobachtet worden und es kann auch zu epileptischen Krampfanfällen kommen. Bei diesen schwerwiegenden Erscheinungen des Nervensystems sollte man hier sofort an eine gestörte Hirnfunktion denken, insbesondere wenn noch solche Petechien vorliegen. Der Sicherheitsbericht des Paul-Ehrlich-Institutes jetzt vom 7. Mai zeigt, dass eben diese neurologischen Symptome hier zur Wachsamkeit aufrufen sollten und es gehört eigentlich auch in jede Impfaufklärung hinein, diese Gefahr des Überfalls durch diesen Effekt. Wie kommt es dazu? So, jetzt erklärt Dr. von Helden diesen ganzen Effekt und ich möchte aber einfach ein bisschen weitergeben. Ich hoffe, ich kann das so ein bisschen halten. Jetzt sollte ich gerade mal gucken, wo ich hin will, weil das, finde ich, ist mit das Spannendste. Gleich, jetzt muss ich mal hier gerade nochmal gucken. Da erklärt er die Thrombozyten, das wollte ich auch nicht. Moment, jetzt kommen gleich die wunderbaren. Also das finde ich zum Beispiel auch super interessant. Gleich kommt es dazu, dass er sagt, wann eigentlich erst der Fall eintritt, dass man gut geschützt ist gegen Corona. Ne? Also mal gucken, ob wir das jetzt hier so hinkriegen.
Denn der Impfschutz trägt der erst ein bisschen später ein. Mal gucken. Ja, doch, ich würde mal sagen, geben wir es mal rein. dargestellt. Und hier haben wir eine Grafik adaptiert von der Originalstudiengruppe für den Oxford-Impfstoff, die Oxford Covid Vaccine Trial Group. Und das sind, weiß nicht, an die 50 Leute wohl drin. Und hier ist die empirische Impfeffizienz genannt, die nach einigen Tagen auftritt. Wir sehen hier in dieser Kurve dargestellt, für jeden einzelnen Punkt errechnet, wie viel weniger die Geimpften im Vergleich zu Ungeimpften vom Coronavirus gepackt wurden. Und hier ist so ein enttäuschender Dip. Das heißt, am Tag 40 ist es nur wenig besser, wenn man zu den Geimpften gehört. Das heißt, 20% weniger in der Gruppe der Geimpften. Das ist natürlich schwach. Warum das so ist, dass hier nach 40 Tagen kaum Effekte da sind. Möglicherweise sind die Leute dann nach 4 Wochen alle rausgegangen und haben gesagt, juhu, wir haben 2 Impfungen gehabt. Der eigentliche Schutz entsteht erst hier in Höhe von 60% nach 60 Tagen. Und wenn wir hier einen hohen Impfschutz erwarten, dann braucht es sogar 100 Tage. Das heißt, egal was die Politik jetzt an Regelungen beschließt, wann die Leute wann was dürfen, die eigentliche Biologie ist oft deutlich langsamer. Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Arzt und Apotheker, und da ich ja Arzt bin, möchte ich eben angesichts der vielen Fragen, die von morgens bis abends nicht enden, hier auch das Wort zu erheben. Und es geht ja darum, Nutzen mehren, Schaden abwenden. Das gilt für den Amtseid der Politiker, ebenso für Ärzte. Das heißt, wir müssen uns darum bemühen, diese Nebenwirkungen abzuwehren. Wenn schon die ganzen Leute hier geimpft werden sollen aus ja, Herdenimmunität, obwohl sie womöglich gar nicht selber so viel davon haben, dann müssen wir uns mit diesen kollateralen Schäden befassen. Und die European Medicines Agency, die EMA, die hat eben auch dieses Papier hier rausgebracht. Das ist also ein höchst offizielles Papier, ein Annex, also ein Anhang, und da sind da viele verschiedene Grafiken. Es geht hier in diesem Papier. Genau, und jetzt gehe ich mal zu der Grafik, die ich in dem Moment einfach am allerwichtigsten finde. Und dann gehe ich noch mal ein bisschen vor, wartet ein bisschen. Da kommt das noch mal genauer zum Vorschein. Und das müsste. Ja, gucken wir mal. Wartet mal. Ach, die nehmen wir. Hier zumindest eine Strategie, einen Ansatz, eine Hypothese, dass wir eben mit diesem Vitamin D-System bekanntermaßen das Immunsystem zurückregeln. Das hat sich auch in der Behandlung von Corona insgesamt gezeigt. Das ist auf der Vitamin D-Zeitung dargestellt. Und auch B1 in Kombination dafür könnte dazu führen, dass eben diese Schattenseite Jetzt muss ich doch noch mal ein bisschen zurück. Ich habe das gerade, das, was ich jetzt noch ganz wichtig fand. Ich wollte jetzt nicht alles machen, aber muss ich jetzt doch noch mal ganz kurz machen, weil es da eben gerade mit der Grafik ging um die Altersgruppen. Denn die obere Altersgruppe könnt ihr, glaube ich, sehen. Ich gehe mal ein bisschen näher ran. Da geht es eben unter die 60-Jährigen. Ne? So, jetzt will ich mal sehen. Verzeiht es mir bitte, aber jetzt gehe ich einfach mal zurück. Und gucke, da seht ihr das auch noch mal ganz deutlich. Das rot eingerahmte. Da geht es um die Personen zwischen 20 und 60. damit sollte sich jeder, der in jungen Jahren AstraZeneca geben will, auseinandersetzen. Auf der anderen Seite können wir sagen, wir haben Ich hier. muss noch mal kurz innehalten. Also da geht es einfach darum, so wie es auch gesagt wurde. Nee, ich muss es zurückmachen, damit ihr das einfach von dem Zumindest eine Arzt hört. Strategie. So, jetzt müssen wir einfach das Stück, müsst ihr jetzt einfach mir verzeihen. Aber ihr könnt es euch ja im Ganzen auch so anschauen, ne? Altersstufe bis 60, das ist der rote Rahmen, hält sich der Nutzen in geringeren Grenzen. Wir haben auch das Risiko von Thrombozytenkrisen. Einen guten Vorteil haben Menschen
über 60, dass eben kaum noch diese Thrombos kaputt gehen und auch viel weniger Krankenhausfälle zu erwarten sind. Damit sollte sich jeder, der in jungen Jahren AstraZeneca geben will, auseinandersetzen. Auf der anderen Seite können wir sagen, wir haben hier zumindest eine Strategie, einen Ansatz, eine Hypothese, dass wir eben mit diesem Vitamin-D-System bekanntermaßen das Immunsystem zurückregeln. Das hat sich auch in der Behandlung von Corona insgesamt gezeigt. Das ist auf der Vitamin-D-Zeitung dargestellt. Und auch B1 in Kombination dafür könnte dazu führen, dass eben diese Schattenseite in den Griff genommen wird. Eigentlich ist das hier eine Sache, die die Pharmaindustrie selber betreiben sollte. Einmal forschen, wie können wir unsere Patienten schützen. Aber ich glaube, die haben im Moment anderes um die Ohren. Wir haben diese Corona-Kombi auf der Vitamin-D-Zeitungs-Internetseite schon genannt, weil sie auch im Kampf gegen Coronaviren gute Chancen hat, dass wir nämlich zu Vitamin D und B1 auch noch so im Infekt Jod-Mundspüllösung dazu nehmen. Die haben sich in Studien als... So, das hatten wir schon mal mit den Studien. Finde ich aber ganz interessant. Wunderbar, dass der Dr. von Helden das nochmal zusammengestellt hat. In diesem Sinne, ich hoffe, ihr fandet das genauso interessant wieder mal wie ich. Verabschiede ich mich und ich hoffe, ihr seid gesund oder ihr werdet wieder gesund und hoffe natürlich, ihr schaut hier auch wieder rein. Vielen Dank, bis dann. Tschüsschen.